ungleich wertvollere Material ist eben jene Tierhaut, von der ich hier nur ein kleines Stück habe. Das ist also ein echter Pergamentbogen. Wie gesagt, in der Herstellung sehr, sehr aufwendig. Sie müssen das ja erstmal enthaaren, dann muss das gegerbt werden. Und dann muss das geklettet werden mit Bindstein. Ja? Sonst ist das, Sie merken noch, das hat jetzt etwas sehr Pelziges. Ja? Wenn ich da jetzt mit einer richtigen Naturfeder oder auch mit einer Metallfeder drauf schreiben würde, würde sich das an diesen pelzigen Rändern die Schrift sofort verziehen. Ja? Weil das natürlich der Rand dann Flüssigkeit aufnimmt. Also man muss diese Oberfläche vielfach bearbeiten. Interessant ist dieses wertvolle Material, also wenn Sie heute noch in ein Museum gehen und etwa einen Kodex von Echternach anschauen oder was war neulich jetzt in Trier, den Eckert-Kodex, glaube ich, dabei in Trier zu sehen. Also das sind ja großartige Bücher. Ja. Sie sehen auch, dass die Vermittlung dessen, wenn wir manchmal in der Heiligen Schrift ein Wort lesen, lebendig ist das Wort Gottes, über dieses Material noch vermittelt wird, das, was wir bei unseren gedruckten Büchern eben gar nicht mehr haben können. Weil dieses Material immer uneben ist. Ja? Und wenn Sie dann die Schreibbuchstaben sehen und dann noch die Verzierungen, die Farbe, die wirklich dick aufgetragen wird, oder dann das Blattgold, das immer durch den Binder, den man da drunter legen muss, damit das Blattgold haftet, da gibt es immer richtige Wölbungen. Das sind also richtig manchmal millimeterhohe Wölbungen im Blatt. Und wenn Sie sich dann noch nicht unser statisches, elektrisches Licht vorstellen, sondern Kerzen, ja, dann lebt jede Buchseite anders, auch vom Lichteinfall. Das bewegt sich richtig. Ja. Also das ist etwas, eine sehr lebendige Erfahrung, ein solches altes Buch überhaupt mal in die Hand zu nehmen, allein vom Material. Der Vorteil dieses Materials war, dass es fast unverwüstlich ist. Und das haben sich natürlich viele zunutze gemacht. Die haben gesagt, ach, da haben wir jetzt einen komischen Text da, irgendwie aus der Bibel, den brauchen wir jetzt nicht mehr, die Seite brauchen wir anders. Und haben die Oberfläche wieder bearbeitet, glatt gemacht, getelkt oder so etwas, wie man das dann irgendwie, sodass man das neu beschrieben hat. Heute kann man das mit verschiedenen Verfahren, ja, mit irgendwelchen Rotlicht-Sachen oder so etwas, ja, nicht mit chemischen Sachen, sondern mit Lichtsachen, kann man die verschiedenen, manchmal bis zu 4 Schichten auf einem solchen Pergament wieder hervorholen. Es gibt einen ganzen Forschungsbereich, der auch da alte Bibeltexte wieder hervorholt, ja, weil die Bögen eben so teuer waren, so anspruchsvoll. Wenn Sie sich mal vorstellen, als der Bonifatius hierzulande ja von irgendwelchen wild gewordenen Germanen erschlagen wird, was hält er über seinen Kopf? Nicht die Bibel. Nicht die Bibel, das ist ein Vorurteil. Das Messbuch. Ein Missal erhält über das Kopf. Man kann es ja heute noch sehen, das Messbuch. Das ist nicht die Heilige Schrift. Das ist natürlich ungemein kostbar, was der da hat. Der Bonifatius war ja ein bisschen Rom-fanatisch. Ja? Für jeden Pups hat er nach Rom geschrieben, sodass die Päpste schon genervt waren. Sagt, oh, guck wie von diesem Bonifatius, so sehr entschieden, ja. Wie macht ihr das? Habt ihr auch eine Osterkerze? Und dann, habt ihr eine Osterkerze, was ist das denn für ein, haben wir nicht, kennen wir nicht in der römischen Liturgie, machen Lampen an, da ist es gut, ja. Ja, hier, die haben so große Kerzen, wenn ihr das nicht habt, wollen wir das auch, und hin und her. Briefe kann man doch alle nachlesen, ist sehr interessant. Und für den war das sehr wichtig, dass überall, wo er eine Kirche gegründet hat oder dann so ein paar Priesterlein hinterlassen hat, die musste er erstmal alles lernen. Messe lesen lernen, Gebete lernen, Bibel lernen, sowas. Und die hatten kein Buch. Wo sollen die ein Buch herkriegen? Ja, der kann nicht sagen, komm, Ziegenherde zusammentreiben, schlachten, gerben, binden, abschreiben. Ja, wer soll das machen? Kann ja keiner. Ja, stellen Sie sich mal die Arbeitsgänge vor. Der hätte alle 20 Jahre eine Kirche gründen können. War aber nicht so. Der hat jeden Tag irgendwas gemacht. Also war für den dieses Buch, das der da hatte, dieses Messbuch, das war sein Ein und Alles. Da wusste der, wenn ich das so mache, ist es richtig. So. Und so mussten die das lernen. Immer nur ein kleines Stück, aber immerhin. Weil abschreiben oder solche Bücher herzustellen, das ist eine unglaubliche Kostbarkeit. Ne? Wer natürlich die Macht auch der Bücher hat und sie herzustellen hat, der hat natürlich auch das Sagen. Sonst hätte Karl der Große mit seinem geliebten Benedikt von Anniane diesen Benediktiner ab, überhaupt nicht eine riesenliturgische Form, eine Riesenklosterreform, der wir übrigens heute immer noch unsere Bildung, unser ganzes Bildungssystem irgendwie verdanken, ja, hätte er nicht machen können. Der hat eine Kanzlei gehabt, der hat seine Mönchlein da schreiben lassen bis zum Umfallen, ja, und konnte damit Bücher hergeben. Denken Sie an die Reformation, als man darauf nicht mehr angewiesen war, sondern Bücher drucken konnte. Von Martin Luther würden wir heute wahrscheinlich gar nicht mehr reden.
Ich muss sagen, auch irgendwie gab es einen durchgedrehten Augustiner irgendwie in Erfurt irgendwie, der, wenn nicht die Macht der Bücher, die damals vervielfältigt werden.